Gut, das reicht jetzt. Es wird zurückgeschossen. Und, wie fandest du den Valentinstag? Total romantisch. Sehr gut, freut mich. Und jetzt kannst du dir auch deine Belohnung abholen. Das kannst du komplett knicken. Gleiches Champions League, okay? Bayern spielt gegen PSG. Hast du deshalb so schnell im Restaurant gegessen? Ja. Also ich habe zwar fette Bauchschmerzen, aber das hat sich sowas von ausgezahlt, sonst wären wir zu spät dran. Egal, schnauze jetzt. Also gut, jetzt einmal einatmen. Und ausatmen. Okay. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Okay, alles klar. Gut. Konnten Sie irgendwas feststellen? Nee, eigentlich nicht. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, ne? Das Ding funktioniert schon seit 3 Tagen nicht mehr. Ich mach's einfach nur so. 3 Ideen für den Valentinstag. Viel Spaß. Ihr könnt einfach gemeinsam zu Hause auf ganz entspannt etwas kochen oder backen. Also ich werde definitiv an Valentinstag Pizza backen mit meiner Freundin. Ach ja, stimmt. Sehr geehrte Kunden, wir schließen Kasse 4. Bitte verpissen Sie sich jetzt endlich von meinem Kassenband. Dankeschön. So, dann kann ich jetzt auch endlich... Oh mein Gott, ist die hübsch. Sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 4 wieder. Als erstes kann aber die hübsche Blonde da vorne kommen mit dem blauen Kleid. Ich bin free. Wenn wir ein kleines Glas Wasser verschütten, dann denken unsere Eltern direkt, dass wir einen Wasserschaden in der Wohnung haben. Wieso hast du das Glas verschüttet? Ich bin aus Versehen gegengekommen. Ja, musst du eben beim nächsten Mal darauf achten, ne? Hä? Als ob ich das mit Absicht gemacht habe. Und wodurch verdienen Sie Ihr Geld? Ich bin der Geschäftsführer einer Multimillion-Dollar-Firma. Oha, krass. Und Sie? Also ich bin Teilhaber von Nike und gehöre zu den Obersten, ne? Wild. Und was machen Sie? Ich kaufe Sachen aus China für paar Euro und verkaufe sie hier in Deutschland für paar Tausender. Ganz einfaches Prinzip, ne? Kriegt jetzt von mir zum Abschluss des Tages einmal die... ja, Josephine? Dürfte ich einmal auf die Toilette? Ja, klar, geh ruhig. Alles gut. Wo war ich jetzt? Ach ja, bei den Hausaufgaben. Dann kriegt ihr von mir die... ja, Robert? Ich müsste ehrlich gesagt auch einmal auf Klo. Was soll das? Du hattest die Chance in der Pause gehabt. Die nächste Chance hast du in einer Stunde. Das schaffst du schon, oder? Nein. Ja, schaffst du. Jetzt sei leise. So, die Hausaufgaben. Das waren auf jeden Fall... Alles klar, wir können loslegen. Wir Jungs zucken im Schlaf, weil wir im Traum einfach von einem extrem hohen Gebäude springen. Es gibt wirklich keinen Grund dafür. Wir machen es einfach. Wir bearbeitet jetzt bitte Aufgabe 1a bis 3b und benutzt auf jeden Fall das... Ja, hast du Emilia gesehen? Ja, Mann, sie sieht echt gut aus. Ah. Au. Genau aus solchen Gründen habe ich hier diese Waffe geholt. Wenn mich noch einer hier im Unterricht stören sollte, dann hole ich meine andere Waffe. Und die haben keinen Schaumstoff. Habt ihr mich verstanden? Ihr macht etwas mit eurem Crush. Ihr trefft euch, esst gemeinsam etwas. Hey. Hallo. Hey. Du hast wieder komplett geträumt. Ich zeig dir jetzt den letzten Punkt. Los. Ihr könnt auch einfach an einem Sonntag, wo alle Läden zu sind, einfach ins Gym gehen und euren Körper auf ein neues Level bringen. Ich habe zwar heute frei, aber ich könnte etwas Cardio machen. Hey Bro, ich brauch ein bisschen für heute Abend. Hast du was da? Was willst du denn genau haben? Sollen wir jetzt eingreifen? Nee, keine Ahnung. Was hast du denn? Also ich habe immer das Übliche. Alles, was du auf der Straße findest, habe ich auch. Also, keine Sorge. Sollen wir jetzt eingreifen? Verdammte Scheiße, nein, ihr sollt noch nicht eingreifen. Ich sag euch doch Bescheid, checkt ihr es nicht. Verdammt, bist du ein Bulle? Ja, ich bin Bulle. Jetzt geh auf den Boden, los. Ach, Scheiße. War das jetzt das Zeichen, sollen wir kommen? Habt ihr das nicht gecheckt, ihr Scheißzentrale? Ihr sollt warten, bis ich zusage. Du bleibst jetzt auf dem Boden. Okay, alles klar. Du und du. Ihr könnt alle einmal rein. Danke dir. Gerne. Korrekt. Schnauze. Ey. Was hast du hier vor? Ich wollte da rein. Hab ich dich gerufen? Ich glaube nicht. Außerdem wird das mit deinem Outfit heute nichts. Was? Wieso denn nicht? Alter, guck dich mal an. Anzugsschuhe, Anzugshose, weißes Tommy Hilfiger Hemd und dann noch so einen komischen Pulli obenrum. Das ist das klassische BWL-Justus-Outfit. Und jetzt verpiss dich. Wenn wir Jungs bei einer Diskussion mit euch Mädels keine Argumente mehr haben, dann sagen wir solche Sätze wie okay oder schön. Was ihr aber am meisten sagt, wenn ihr keine Argumente mehr findet, ist wirklich der Satz, es geht ums Prinzip. Wieso hast du das gemacht? Weil du das nicht gemacht hättest. Ja, aber ich hab's doch gar nicht von dir verlangt. Ja, aber es geht ums Prinzip. Digga, welches Prinzip? Wenn du als Beifahrer am Auto die Musik abspielen darfst und der Fahrer es einfach nur total abfeiert. Ey Bro, mach mal deine Playlist an. Sag nichts mehr. Yo, Percocet, Miley Percocet.